Ja, jetzt noch etwas anders akzentuiert als mein verehrter Kollege Jürgen Bertsch das machen konnte, der Blick in die zwei unmittelbaren Nachbarschaften des Markgrafentums Brandenburg-Ansbach. Das ist Brandenburg-Ansbach und die Freie Reichsstadt Nürnberg. Ich will drei Punkte anschneiden. Einmal der lutherische Kirchenbau des 18. Jahrhunderts im Markgrafentum Brandenburg-Ansbach. Dann der zweite Blick, der lutherische Kirchenbau des 18. Jahrhunderts in der Freien Reichsstadt Nürnberg und ihren Landgebieten. Und Sie sehen, ich klammere den reformierten Kirchenbau ganz bewusst aus und man könnte natürlich auch für Ansbach im 18. Jahrhundert noch das katholische Oratorium dazu nehmen, aber die Fokussierung auf den Kirchenbau. Versucht dann drittens eine Gesamtbilanz für das Fürstentum Ansbach und die Freie Reichsstadt Nürnberg zu ziehen. In der Titelfolie ist ursprünglich noch Sachsen und Thüringen genannt. Da wird es Hinweise dann in der Publikation geben, aber jetzt heute ist es ausschließlich Brandenburg-Ansbach und die Freie Reichsstadt Nürnberg. Und der Korrektheit halber habe ich auch nochmal die Abbildungsnachweise hier aufgelistet. Wir beginnen erstens mit dem lutherischen Kirchenbau des 18. Jahrhunderts im Markgrafentum Brandenburg-Ansbach. Auch wenn es sich beide Male Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth, Brandenburg-Ansbach um zwei hohenzollerische Territorien handelte, sind sie doch in vielen Dingen unterschiedlich, in der Behördenstruktur, in der theologischen Ausrichtung. Von daher muss man sich auch beim Kirchenbau die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen vorstellen. Ich will Ihnen also erst einmal die Rahmenbedingungen kurz skizzieren, dann typische Kirchenbauten vorstellen und eine Ergebniszusammenfassung. Wie sehen die Rahmenbedingungen, Voraussetzungen aus für den lutherischen Kirchenbau im Markgrafentum Ansbach? Wir haben einen sehr hohen Bestand im 18. Jahrhundert, insgesamt 297 evangelisch-lutherische Kirchengebäude im Territorium. Davon werden während des 18. Jahrhunderts 74 Kirchen neu errichtet, 24 werden erheblich umgebaut. Das hängt einmal mit den Folgen des Dreißigjährigen Kriegs natürlich zusammen. Das hängt aber auch zusammen, dass im 17. Jahrhundert die Finanzierung und die finanziellen Spielräume auch noch nicht so stark waren, wie es dann im 18. Jahrhundert trotz einer teuren höfischen Repräsentation möglich war. Hauptanteil, das ist nochmal wichtig zu erwähnen, war die Regierungszeit von Markgraf Karl Wilhelm Friedrich bis 1757. In dieser Phase sind von den 74, 47 Neubauten entstanden und von den 24 Umbauten des 18. Jahrhunderts 19 Kirchenumbauten. Ich habe Ihnen jetzt einfach mal eine Liste nur der unter Karl Wilhelm Friedrichs Regierungszeit entstandenen Neubauten. Ich lasse die einfach mal so durchklicken, dass Sie sehen, welche Fülle das ist und dass Sie auch ahnen, was die markgräflichen Behörden und auch die Verwaltungsbeamten hier in dieser Regierungszeit innerhalb weniger Jahrzehnte geleistet haben. Von den Baumeistern spielt eigentlich nur zwei Personen eine wichtige Rolle. Das ist Leopoldo Retti, der Hofbaumeister, der von 1731 bis 1749, 50 als Hofbaumeister tätig war, der einige herausragende Akzente im lutherischen Kirchenbau setzt und dann sozusagen derjenige, der in die Fläche gearbeitet hat, Johann David Steingruber von 1734 bis 1748 Landbaumeister und von 1748 bis 1787 trug er die Verantwortung für das Bauwesen des gesamten Territoriums. Die Unterschiede könnten nicht gravierender sein. Leopoldo Retti ist das, was wir heute wirklich als einen ausgebildeten Architekten verstehen. Für höfische Baukunst Johann David Steingruber war von Haus aus Maurermeister, aber er war jemand, man würde sagen, der ganz deutlich auch sich aus diesen Bildungsvoraussetzungen erheben wollte. Er hat theoretische Veröffentlichungen zur Architektur publiziert und Sie werden das später noch sehen, die Art seiner Baupläne
ist im Grunde meisterhaft für seine damalige Zeit gewesen und war immer Visitenkarte. Zu den Rahmenbedingungen zählt, dass in Ansbach anders akzentuiert als in Bayreuth der Landesherr als unermüdlicher Förderer des Kirchenbaus in seinem Territorium wahrgenommen wird in der zeitgenössischen öffentlichen Wahrnehmung. Ich wage aber zu behaupten, dass es ähnlich wie in Bayreuth keine unmittelbare Einflussnahme gab, sondern wir müssen immer dazwischen die Beamtenschaft sehen, die im Grunde die entscheidende Vermittlungsarbeit getan hat und die mit Sicherheit, wie das auch bei Zocher etwa als dem Vorgänger von Retti war, der ja Jurist war, kein Baumeister, dass da auch eine hohe Kenntnis der architekturtheoretischen Literatur des 18. Jahrhunderts vorlag und da auch in das Kirchengebäude hinein eingewirkt wurde. Ein Zitat vom Pfarrer Samuel Ernst Kracker bei einer Glockenweihe Hohentrüdingen 1747. Er sagt: Es mag Ägyptenland mit Pyramiden prangen, die Nachwelt kennt daran das finstere Heidentum. Da, wo der Wahrheit Schall ist kräftig hingegangen, erwirbt die Baukunst sich wahrhaftig größeren Ruhm durch herrliche, durch schön gebaute Tempel, worin der Christenschar Gott seinen Dienst erweist. Hier dient das Fürstentum Onoldsbach zum Exempel. Da schöner Tempel Zahl des Fürsten Gnade preist, so ist's beglücktes Land, der Ruhm wird ewig bleiben, den sich dein Herr, dein Fürst, dein großer Karl Wilhelm Friedrich gemacht. Hinter dieser öffentlichen Wahrnehmung des Fürsten als den persönlichen Förderer des Kirchenbaus steht in Ansbach ein komplexes, althergebrachtes System von Rechten und Verpflichtungen. Und diese Förderpraxis in Ansbach unterscheidet sich deutlich von der vergleichbarer Territorien. In Ansbach unterlagen 42% der Pfarrhäuser, 12% der Schulen und 19% der Kirchen der landesherrlichen Hauptbaupflicht. Das heißt, vorrangig wurde der Landesherr in Beschlag genommen, wenn es um Bauvorhaben ging. Das hängt mit der Ablösung von kirchlichen Rechten aus der Reformationszeit zusammen. Und dann kam in Ansbach noch die sogenannte subsidiäre Baupflicht des Landesherrn hinzu, was bedeutet, dass überall dort, wo die Mittel für die Bestreitung der Baukosten an kirchlichen Gebäuden nicht ausreichen, auch der Landesherr in einem komplexen Verwaltungsprüfungsverfahren in Anspruch genommen werden konnte. Wir haben daher sehr begrenzte finanzielle Mittel angesichts des Umfangs oder man könnte auch sagen der großen Fläche der Bauaufgaben. Und die markgräflichen Behörden versuchten, so etwas wie eine gleichmäßige Mittelverteilung durch ihre Aufsichtsfunktion über die Mehrzahl, man könnte fast sagen, über fast 100% der kirchlichen Bauvorgänge zu gewährleisten. Jetzt zwei typische Kirchenbauten, welche Bautypen, und ich gehe hier erstmal von der Funktion, weniger wie das in den Forschungen zu protestantischen Kirchenbau üblich ist, von den Raumkonzeptionen aus. Wir haben im Markgrafentum Brandenburg-Ansbach eine Reihe von höfischen Kirchen, Hofkirchen. Dann haben wir Stadtkirchen in den größeren Städten. Wir haben ländliche Kirchen und, was ich jetzt hier nicht ausführen kann, sogenannte Zuchthauskasernen und Friedhofskirchen. Das heißt also funktionale Kirchengebäude im Gefängnis, in der Kaserne und für die Friedhöfe. Ich beginne mit den Hofkirchen, mit dem Typus der Hofkirche und zwar mit einem unvollendeten Projekt, man würde heute auch sagen, vielleicht einem Fake-Projekt. Caroline von Ansbach, die Tochter des Markgrafen Johann Friedrich, wurde 1705 mit Georg August von Hannover vermählt. Georg August von Hannover wurde 1727 König von England und die Ansbacher Prinzessin Caroline scheint nun Sehnsucht nach der Heimat gehabt zu haben, Kontakte angestrebt zu haben und sie erbat aus Ansbach Anschauungsmaterial über die heimatliche Residenz. Unter diesem Anschauungsmaterial findet sich das unvollendete Projekt einer Hofkirche auf Plänen in der British Library. Sie sehen links das Residenzschloss, das
nach hinten hier auf der Darstellung verlängert wird und dann über einen großen Innenhof übergeht in eine barocke Predigtkirche, die einen mächtigen Raum umspannt mit einem Fürstenstand, eine Art von Kanzelaltar. Es ist eher eine Kanzel vor einem Hochaltar. Und wenn man das Ganze von den Maßstäben hochrechnet, erreichen wir etwa die Dimension der St. Paul's Cathedral, also etwa 2000 Personen wären hier hineingegangen. Ich habe das Tietzmannblatt Ihnen links nochmal herausgenommen. Da sehen Sie in der Stadtansicht 1743, da wird diese nie gebaute Kirche auch schon eingezeichnet. Und rechts gegenüber in der Luftaufnahme sehen wir das Schloss und dahinter, wo jetzt ein großer Parkplatz ist, die markgräfliche Reitbahn. Links sehen Sie die St. Gumbertuskirche und hinter dieser Reitbahn wäre diese mächtige Kathedrale gestanden in diesem Idealzustand und St. Gumbertus wäre wahrscheinlich abgerissen worden. Stattdessen aber reichen natürlich die Mittel nicht aus. Wahrscheinlich hat sich auch Leopoldo Reggi, der diese Pläne gemacht hat, Aufträge aus London vom englischen Königshof erwartet. Stattdessen wurde die Ansbacher St. Gumbertus Stiftskirche zur Hofkirche umfunktioniert. Wir haben zwei zeitgenössische Pläne. Sie sehen von Biarelle. Sie sehen links das Gumbertus Stift, ein Klerikerstift, und rechts dann dem gegenüber die, ja, sozusagen die Lösung, die Leopoldo Reggi fand. Der Kollege Harasimovic hat von einem architektonischen Meisterstück gesprochen. Ich will Ihnen das noch im Einzelnen erläutern. Also Verzicht auf den Prunkbau, auf den großen. Stattdessen wird in die Vorgängersubstanz ein barocker Predigtsaal eingefügt. Und dieser barocke Predigtsaal hat sehr deutlich links und rechts in der oberen Zone das Staatswappen gehalten von Engeln. Aber ich will Sie jetzt auf den Grundriss aufmerksam machen. Sie werden hier einen Altar nicht in der Nähe der Kanzel finden, sondern es ist der spätgotische Chorraum mitbenutzt worden. Der Fürstenstuhl ermöglichte sowohl den Blick in den Chorraum mit dem Hochaltar wie auch auf die Kanzel. Und es ist das Seitenschiff, das nach hinten zur markgräflichen Hofkanzlei liegende Seitenschiff, vermauert worden. Und dort sind im Sinne einer vormodernen Denkmalpflege all die Ausstattungsgegenstände der Kirche gekommen, die bis ins 18. Jahrhundert sich dort angesammelt haben. Und es ist dadurch ein klarer Raum entstanden. Das sieht außen so aus, links die von Gideon Bacher errichtete neue Kanzlei, die bis heute unmittelbar verwoben ist mit der Kirche. Sie sehen, wie auch ganz klar die Turmfassade stehen bleibt. Dazwischen wird der barocke Predigtsaal gesetzt und rechts ein Beispiel für das markgräfliche Staatswappen, das oben die Fassade des Predigtsaals krönt. Wenn wir uns jetzt den Innenraum anschauen, dann dürfen Sie sich nicht durch die Anmutung eines Kanzelaltars täuschen lassen. Dieser Altartisch ist wahrscheinlich erst im frühen 20. Jahrhundert dazu gekommen. Ursprünglich dann so wieder in den 60er Jahren hergestellt, die Öffnung in den Chor, ein asymmetrisch angesetzter Chor. Im Zentrum dieses barocken, lichtumfluteten Saales ausschließlich die Kanzel. Sie sehen auf der rechten Abbildung den Fürstenstand. Es gab einen direkten, gedeckten Weg, natürlich größer dimensioniert als in Turnau, der von Residenzschloss in die St. Gumbertuskirche führte. Und die heutige Situation der sogenannten Schwanenberger Kapelle, dass dort die historischen Altäre und Epitaphien stehen, das ist auch erst ein Relikt des 19. Jahrhunderts. Mächtig und dominant im Raum ist die Orgel, die sogenannte Wiglet-Orgel, heute rekonstruiert die größte barocke Orgel in Süddeutschland. Und Sie sehen auch ganz bewusst, wie Leopoldo Reggi von seiner Architektur her mit Licht, mit unglaublich großen weißen Flächen, mit einer klaren Emporenkonstruktion arbeitet.
und wie er im Grunde ganz wenige künstlerische Akzente setzt auf dem Bereich des Orgelprospektes, dann natürlich am Fürstenstand, wo entscheidend das Monogramm des Herrscherpaars erscheint. Hier ist nochmal ein Blick auf den Orgelprospekt und dann auf die Kanzel. Denken Sie sich also den Altar, darunter den Altartisch weg. Es ist ausschließlich die Kanzel. Man könnte sagen, die entscheidenden Punkte, der Hochaltar ist nicht mehr erhalten, des Raumes, Fürstenstand, Kanzel, Orgel und Altar erhalten Zierat, werden auch in Gold gefasst, alles andere in einem überwältigenden Weiß und das Gestühl, die Emporenbrüstungen in einem Blaugrau-Ton gehalten. Das also zur Hofkirche von Leopoldo Reti in Ansbach St. Gumbertus. Jetzt gibt es noch weitere Hofkirchen. Die Ansbacher Markgrafen haben eine sehr aufwendige, auch sehr kostenintensive Repräsentation betrieben, auch teure Liebhabereien. Es ist schon von Kollegen Seiderer die Falkenjagd erwähnt worden, die Pferdezucht. Man könnte auch noch das Theater, die Oper dazu nehmen und zahlreiche Sommerresidenzen. Ich führe Sie erstmal nach Weidenbach. Dort errichtet Leopoldo Reti am Ort der Sommerresidenz 1735-36 die zweite Hofkirche, die aber jetzt anders als St. Gumbertus, die ausschließlich den Hof repräsentiert hat, auch zugleich als Gemeindepfarrkirche diente, mit einer der wenigen aufwendig gestalteten Fassaden bei den Ansbacher Kirchenbauten. Und Sie sehen auch hier ganz bewusst das Ensemble Schulhaus und Pfarrhaus. Und von der Konstruktion bleibt Leopoldo Reti hier beim Längssaal, aber ähnlich wie das dann uns schon, wie das schon in der Nürnberger St. Ägidienkirche begegnet, durch diesen Art Chorraum und innen vom Emporengrundriss ein Oval. Und jetzt in Weidenbach realisiert er einen wirklichen Kanzelaltar. Ich zeige Ihnen den heutigen Zustand. Und es gibt noch was für die Ansbacher Kirchen Ungewöhnliches, ein relativ großformatiges Altarbild. Man ging ursprünglich davon aus, dass es aus Beständen der Markgräflichen Kunstkammer stammte, aber es scheint sich doch wohl eher um eine Kopie italienischer Meister zu handeln. Der Kanzelaltar mit der Kanzel eingefügt in die Emporenkonstruktion. Wir haben sozusagen jetzt, wir blicken aus der Richtung des Fürstenstandes und die Orgel hinter dem Kanzelaltar. Damit Sie so eine Ahnung bekommen von diesem Raum, auch die Bekrönung mit einer Krone und den entsprechenden Wappen. Und Sie sehen, was in vielen Kirchen fehlt, in Weidenbach noch ein sogenanntes Speisegitter, also dieses Gitter, das diesen Altarbereich umgibt, das war notwendig, um das Abendmahl auszuteilen. Und die Kommunikanten empfingen an der einen Seite dieses Speisegitters Brot, umschritten dann den Kanzelaltar und empfingen an der anderen Seite des Speisegitters den Wein. Nochmal ein Blick in die Ortslandschaft, Typus der Hofkirche, die zugleich als Gemeindekirche genutzt wird. Die dritte Hofkirche, die ich Ihnen vorstellen möchte, die findet sich in Unterschwaningen. Unterschwaningen heute nur noch in wenigen Resten, ein Schlossgut. Und es war sozusagen das jeweilige Geschenk aus Anlass der Geburt eines Erbprinzen. Karl Wilhelm Friedrich schenkt 1712 seiner Gemahlin Christiane Schaar. Aus Anlass der Geburt von Karl Wilhelm Friedrich schenkt der Vater, Markgraf Wilhelm Friedrich, seiner Gemahlin 1712 das Schloss Unterschwaningen. Und Christiane Charlotte lebt dann nach dem Tod ihres Ehegatten dort bis zu ihrem eigenen Tod 1729. 1733 erhält Friederike Luise Unterschwaningen aus Anlass der Geburt des Erbprinzen geschenkt. Sie lebt zunehmend in Unterschwaningen bis 1784. Da gibt es auch Probleme in der Ehe. Und nachdem Unterschwaningen quasi die Residenz der Markgräfin wird,
kommt es auch 1737 zum Auftrag, dass Leopoldo Reti dort eine Hofkirche errichtet. Sie sehen sie auf dieser zeitgenössischen Darstellung. Und die Besonderheit dieses Schlosses unter Schwaningen, das kann man auf diesem Stich sehen, ist, dass sie quasi das Panorama der Landschaft mit verschiedenen dörflichen Kirchengebäuden vor sich finden. Also die Überlieferung sagt auch, dass die jeweiligen Schlossherrinnen versucht haben, Einfluss auf die Ansicht der benachbarten, neu errichteten dörflichen Kirchengebäude zu nehmen. Ein kurzer Blick auf die Fassade. Die beiden Hofkirchen außerhalb von Ansbach zeichnen sich durch eine Fassadengestaltung aus. Im Inneren wieder die Form eines längs ovalen, rechteckigen Saales mit Emporeneinbauten, ein Kanzelaltar mit darüber gelegener Orgel gegenüber der Fürstenstand. Und ich mache Sie jetzt auf eine Besonderheit aufmerksam. Hier nochmal der Blick aus der Empore. Der besteht darin, wir haben ja den Gedanken der Symmetrie schon mehrfach gehabt, dass möglichst in einer Achse alle entscheidenden gottesdienstlichen Funktionen verwirklicht werden können. Und Leopoldo Reti löst das dahingehend, dass er links den Taufstein unter diesen Deckel platziert und rechts, wenn der Deckel abgenommen wird, den Opferstock. Das heißt also, im Kanzelaltar sind nicht nur Abendmahl und Predigt, sondern auch das Sakrament der Taufe und mit dem Opferstock das ja quasi sakramental verstandene Beichtgeschehen verwirklicht, weil nämlich bei entsprechendem Umgang auch dann ein Geldopfer eingelegt wird, also beispielsweise beim Abendmahlsempfang, bevor der Wein empfangen wird, wird wahrscheinlich das Geldopfer eingelegt worden sein. Und die Konstruktion ist allerdings sehr singulär geblieben. Sie sehen auch noch eine Besonderheit, dass die Altarbilder, die Altarblätter kleiner werden durch den Kanzelaltar und dass das auch Konsequenzen, das hat Frau Dr. Friedrich ja schon gesagt, für die Zunft der Hofmaler hatte, die weniger zu tun haben. Nur ein Blick auf den Fürsten, eigentlich müssten wir sagen Fürstinnenstand, beheizbar mit Glasscheiben, ein komfortabler Raum, bei dem die Markgräfin den Gottesdienst an ihrer Markgräfinnenresidenz wahrnehmen konnte. Der zweite Typus Stadtkirchen. Jetzt betreten wir ein Feld, wo Johann David Steingruber sehr engagiert war. Uffenheim durch Kriegszerstörung heute so nicht mehr erhalten. Die Stadtkirche Uffenheim 1726 bis 1731 von Johann David Steingruber. Einer der wenigen Quersaalbauten. Das sehen Sie links am Grundriss. Und dieser Quersaal erhält auch einen Kanzelaltar hier. Ein zweites Stadtkirchenprojekt, Wassertrüdingen, wahrscheinlich ganz stark von Leopoldo Reti ausgeführt. Wassertrüdingen erhält einen Kanzelaltar, der im wieder benutzten spätmittelalterlichen Chorraum eingestellt wird. Sie sehen auch die eingestellten Emporen bei der Stadtkirche und die für Leopoldo Reti typische steile Kanzeltreppe, die sehen Sie am Schnitt. Wassertrüdingen, Sie ahnen auch am rechten Längsschnitt, wie die oberen Emporen ganz stark theatersaalartig nach hinten ansteigen, um zu gewährleisten, dass von allen Plätzen aus mindestens die Kanzel, wenn auch nicht das Geschehen am Altar, sichtbar werden. Und heute allerdings, beziehungsweise eigentlich schon im 18. Jahrhundert, war man unzufrieden mit der Lösung des Kanzelaltars und hat die Kanzel an die klassische Chorbogenstellung versetzt. Jetzt der dritte Typus, der für das Markgraftum Ansbach eine Rolle spielt, ländliche Kirchen. Ich habe Ihnen Geslau 1731 bis 1741 als Muster herangezogen, weil Sie da einmal sehen, die Zeichenkunst von Johann David
Steingruber oder seiner Mitarbeiter im Bauamt. Also sehr gefällig ausgeführte Zeichnungen, farblich gestaltet mit großer Liebe zum Detail. Und Sie sehen, wie auch Johann David Steingruber mit unterschiedlichen Formen experimentiert, wie der Verwendung der vorhandenen Turbsubstanzen. Und in Geslau zeichnet sich, das sehen Sie rechts schon, seine standardisierte Kanzelaltarwand ab, die er in unzähligen Variationen dann in den ländlichen Kirchenbauten errichtet. Nochmal ein Blick ins Detail. Er spielt mit verschiedenen Grundrissvarianten, die er jeweils auch anbietet für den einzelnen Ort. Aber man kann sagen, er hat sie quasi wie in einem Baukasten parat. Typisch auch für Steingruber sind die zweigeschossigen Fenster, anders als im Bayreuthischen. Und Sie sehen auch nochmal die Konstruktion wie im Theater, wie sozusagen in einer Theaterempore die nach hinten ansteigenden Sitzreihen. Das sieht dann im Innenraum so aus, ein ganz schlichter Raum, der links und rechts vom Kanzelaltar Türen hat, die den Altarumgang ermöglichen, zugleich in die Sakristei führen, die Orgel auf einer eigenen Empore und es ist auch noch ein Rest des Speisegitters zu sehen. Eine der wenigen Quersaallösungen neben Uffenheim ist die Dorfkirche von Alfershausen 1742 von Johann David Steingruber. Da realisiert er die Quersaallösung, die dann ermöglicht, noch stärker das, die Gemeinde um die Achse des Kanzelaltars mit Altar und Kanzel zu versammeln. Und ähnlich dann wieder die klassische Lösung mit dem Längssaal für Karolsburg. Und Sie sehen immer wieder die gleiche Anordnung, die beiden seitlichen Türen, der schmale Kanzelaltar und die Emporen hier, zweigeschossige Emporen, die alle den Blick auf die Kanzel zumindest ermöglichen. Karolsburg rechts, Sie sehen, wie dann unterschiedlich je nach Leistungsvermögen der einzelnen Kirchengemeinde Malerei hinzutreten konnte, wie auch bildhauerischer Schmuck zu dieser Kanzelaltarwand Steingrubes hinzutreten konnte. Sie sehen die Herrschaftsstände, die dann jeweils auch für die Amtleute in Amtssitzen wie etwa Karolsburg bestimmt waren. Noch ein Blick. Außenanlage, auch wieder hier typisch, die mehrgeschossigen Fenster und rechts nochmal die etwas künstlerisch gestaltete Kanzelaltarwand. Bettelsheim 1756, auch wieder Johann David Steingruber. Ich habe Ihnen links den Plan des Kanzelaltars gezeichnet, eingeblendet, weil Sie sehen, dass Johann David Steingruber auf die örtlichen Schreiner setzte. Er ist im Grunde aus Kostengründen bestrebt gewesen, keine Künstler und Kunsthandwerker einzusetzen, sondern er hat detaillierte Lehren angefertigt, nach denen in einem entsprechenden Vergrößerungs- und Pausverfahren der örtliche Schreiner sämtliche Ausstattung herstellen konnte. Und im 19. Jahrhundert kommen dann natürlich beispielsweise die Reformatorenporträts dazu an die ursprünglich leere Wand. Sammenheim, noch einmal ein kleiner, sehr geschlossener Bau und in Altentrüdingen, das ist jetzt das für Steingruber mit 8 Plänen insgesamt größte Projekt. Das war sozusagen in unmittelbarer Blickachse vom Schloss in Unterschwaningen, Altentrüdingen. Dafür gibt es 8 verschiedene Entwürfe. Es wird dann im Grunde der am einfachsten zu realisierende gelöst. Und Sie sehen rechts auch noch, dass die Altentrüdinger Kirche, der spätmittelalterliche Vorgängerbau, natürlich wesentlich größer war. Und es kommt zu einer ganz starken Reduzierung. Auch hier wieder diese vertraute, von Steingruber standardisierte Kanzelaltarwand. Das ist sozusagen, wie sie auf dem Kirchenbuck thront und deshalb auch quasi in der Blickachse zum Schlossgut Unterschwaningen stand. Nochmal ein Blick in einen Bau aus der Spätphase. Steingruber hat ja im Grunde mehrere Generationen überlebt als Leiter der landesherrlichen Bauverwaltung. Und da sehen Sie rechts oben im Schnitt die Blickachsen. Er hat also überall Nachweise geführt bei seinen
Plänen, dass die Blickachsen hier sogar auch auf das Altargeschehen, also auf die Altarplatte, konnte man von der zweiten Empore noch von allen Plätzen aus blicken. Kammerstein, 1744, Sie sehen die unendlichen Variationen, je nach Leistungsfähigkeit auch da in Gemeinde mit entsprechenden Wappen ausgestattet. Eine Ergebniszusammenfassung für den Ansbacher Kirchenbau. Wir haben eine unglaubliche qualitative Differenz der höfischen zu den städtischen und zu den dörflichen Kirchenbauten. Man könnte also sagen, eine dreifache Abstufung. Wir haben eine sehr experimentierfreudige Planung im Kirchenbau. Der steht eine zurückhaltende Umsetzung gegenüber. Es gibt Quer-, Saal- und Langhauskirchen, aber keine Zentralbauten. Das wäre die unaufgeführte Residenzkirche in Ansbach gewesen. Eine strikte Dominanz des Kanzelaltars. Der Landesherr wird zeitgenössisch als Kirchenbauer wahrgenommen, obwohl er wahrscheinlich im Detail damit nicht belangt war. Ansbach ganz stark normiert und standardisiert. Gegebenenfalls konnte auf Künstler verzichtet werden bei den schlichten Kanzel-Altar-Wandlösungen. Es wurde auch im Regelfall auf Stuck- und Deckengemälde verzichtet. Und im Gegensatz zu Nürnberg und Bayreuth waren auch die Außenbauten verputzt und haben den Sandstein nicht sehen lassen. Theologische Deutung, die Kircheneinweihungspredigten, die uns für Ansbach, fürs Territorium vorliegen, sind unisono daraufhin ausgerichtet, dass die Kirchenbauten als äußere Tempel der Auferbauung des inneren Tempels mit seinem Herzensgottesdienst dienen. Deshalb können sie auch sehr stark zurückgenommen von der künstlerischen Auszierung sein. Der Ansbacher lutherische Kirchenbau ist eine territorial gebundene, eigenständige Ausformung des protestantischen Kirchenbaus. Sein Entwicklungsgang, seine Lösungen werden von den Bedürfnissen und Möglichkeiten eines kleinen absolutistischen Territoriums mit einer großen Fläche und einer Unzahl an Kirchengebäuden bestimmt. Das einheitliche Erscheinungsbild durch die Kirchenbauten wird durch das in Ansbach seit der Reformation gewachsene Modell der finanziellen Förderung des kirchlichen Bauens durch den Landesherrn bestimmt. Das gesamte kirchliche Bauwesen wird über das Hof- bzw. Landbauamt, das Markgräfliche, koordiniert. Und nochmal, welche Beurteilungskriterien spielen ab der Mitte des 18. Jahrhunderts in den Bauanträgen und in den Predigten eine Rolle? Bequemlichkeit, gute Symmetrie, Licht, weil das Gesangbuch auch benutzt werden konnte, Nähe zum gottesdienstlichen Geschehen, theologische Deutung und architektonische Konzeption nähern sich einander an. Und so habe ich es 1988 formuliert: aus der durch die äußeren Strukturen bedingten Notwendigkeit des Zweckhaften und Funktionalen wird verantwortete theologische Reflexion, die die Bescheidenheit der Ausführung der Kirchenbauten spirituell überbietet. So ist der Ansbacher Kirchenbau eine territorialspezifische Ausbildung des Kirchenbaus für den lutherischen Gottesdienst. Er gehört dem vom französischen Klassizismus beeinflussten Ansbacher Spätbarock an und stellt in der Geschlossenheit seines Erscheinungsbildes eine eigenständige Lebensäußerung eines kleinen, absolutistisch geprägten lutherischen Territoriums dar. Jetzt der Blick zum ganz anderen Nachbarn, verbunden mit Ansbach und Bayreuth durch die gemeinsame Brandenburg-Nürnbergische Kirchenordnung von 1533, aber andere Rahmenbedingungen. Ich stelle Ihnen auch hier wieder typische Kirchenbauten vor und versuche eine Ergebniszusammenfassung. Noch ein Blick auf die Landkarte. Sie sehen das Gebiet der Freien Reichsstadt Nürnberg-Rot, die beiden Markgraftümer in Blau, beziehungsweise auf der rechten Karte umgekehrt bei Herrn Schelter in der Arbeit, das Gebiet der Reichsstadt Nürnberg hier blau und sozusagen wie von links und rechts eingefasst durch die markgräflich-ansbachischen und bayreuthischen Territorien. Was sind die Rahmenbedingungen? Die Freie Reichsstadt Nürnberg verfügt mit 1200 Quadratkilometern über eines der größten damaligen reichsstädtischen Territorien. Wir unterscheiden die alte Landschaft, ein Konglomerat aus Herrschaft und Besitzungen Nürnberger Bürger,
Klöster und Sozialeinrichtungen in 780 Orten. Und dann die sogenannte neue Landschaft, die entsteht 1505 als Kriegsgewinn aus dem Landshuter Erbfolgekrieg. Dort übt die Stadt alle Hoheitsrechte aus. In der alten Landschaft muss sie die sich zum Teil erstreiten oder in Auseinandersetzungen mit den markgräflichen Herrschaften behaupten. Die Bevölkerung um 1790 übergeht von 25.000 Personen innerhalb der Stadtmauern Nürnbergs und von 35.000 Personen im Landgebiet aus. Die neue Landschaft ist flächenmäßig doppelt so groß wie die alte Landschaft. Sie wird durch verschiedene Pflegämter, ich habe sie Ihnen aufgelistet, Altdorf, Betzenstein, Engeltal und so weiter, verwaltet. Und diese Pflegämter spielen dann auch an ihrem jeweiligen Sitz für den Kirchenbau eine wichtige Rolle. Die Justiz-, Finanz- und Verwaltungshoheit wird von Nürnberg ausgeübt. Die Pflegämter sind dem Landpflegamt unterstellt. Wir haben aber noch selbst Verwaltungsrechte in den Städten wie Altdorf, Lauf oder Hersbruck. Die Besonderheit für Nürnberg, die sich ganz massiv auf den Kirchenbau auswirkt: bis 1794 wird Nürnberg durch das Patriziat, das heißt durch einen Kreis politisch berechtigter Familien, regiert. Diese Familien besetzen ausschließlich alle Ratssitze und Ratsämter. Dazu ist die Nürnberger Verwaltung unverändert aus den mittelalterlichen Verhältnissen erwachsen oder angewachsen. Sämtliche Führungspositionen in 24 Zentralstellen und 95 Ratsdeputationen werden von den patrizischen 34 Mitgliedern des kleineren Rates besetzt. Damit können wichtige Ämter erst im hohen Alter erreicht werden und bleiben exklusiv auf die patrizischen Familien bestimmt. Wir haben eine eigene reichsstädtische Bauorganisation. Ich nenne nur zwei Baumeister, Johann Trost und seinen Sohn Gottlieb Trost. Von der Behördenorganisation ein Landpflegamt, ein Kriegs- und Zeugamt, ein Scholarchat mit Aufsicht über Kirchen, Schul-, Bildungs- und Armenwesen und auch über die Universität Altdorf. In den Landgebieten sind für die Kirchenbauten in der Regel örtliche Bau- und Maurermeister verantwortlich. Die Künstler entstammen weitgehend bis auf die italienischen Stuckateure der Nürnberger Malerakademie, wie zum Beispiel der Maler Johann Daniel Preisler. Typische Kirchenbauten für die Freie Reichsstadt Nürnberg und ihr Landgebiet: die Stadtkirche, die Universitätskirche, die Friedhofskirche, die Kirchen in Landstädten und vor allem am Sitz von Pflegämtern und Dorfkirchen. Wenn insgesamt die Neubauten keine so hohen Anteil stellen, so muss man doch sehen, dass die Nürnberger Patrizier für die jeweils dann zum Teil an ihren Sommerresidenzen zu bauenden Kirchen oder am Sitz ihrer Pflegämter, dass die sehr kontinuierlich seit dem Dreißigjährigen Krieg gepflegt, ausgebaut, entwickelt werden, sodass im Grunde auch gar nicht ein so hoher Bedarf für Neubauten entsteht. Jetzt zu den typischen Kirchenbauten. Nürnberg hat eine einzige Barockkirche, St. Ägidien. Die Notwendigkeit für den Bau ist der Brand von 1696. Sie sehen hier links das Vorgängergebäude. Rechts sehen Sie eine zeitgenössische Darstellung dieser Brandnacht. Und mit relativ großer zeitlicher Verzögerung, weil es Finanzierungsschwierigkeiten gibt, wird die Nürnberger St. Ägidienkirche 1711 bis 1718 wieder aufgebaut. Der einzige barocke Kirchenraum, protestantische barocke Kirchenraum innerhalb des Stadtgebietes. Und der Bau von St. Ägidien in Nürnberg oder der Wiederaufbau ist ganz stark durch die patrizischen Familien der Stadt bestimmt. Ich könnte Ihnen jetzt alleine, wenn wir Zeit hätten, einen Vortrag über die Fassadengestaltung und die Spiegelung der einzelnen patrizischen Familien und ihrer Stiftungen in der Außenfassade halten. Wichtig ist, dass St. Ägidien keine Pfarrkirche, sondern im Grunde eine Predigtgemeinde ist, die ganz stark dadurch bestimmt wird, das reichsstädtische Gymnasium im ehemaligen Kloster Arial sich befindet und dass der Rektor des Nürnberger Gymnasiums zugleich Prediger an St. Ägidien ist, was für eine gewisse Intellektualität der Predigt steht. Sie haben hier noch eine Außenansicht.
Ihnen links nochmal aus Andreas Wörfels Diptychorum die zeitgenössische Ansicht. Rechts sehen Sie den Grundriss. St. Ägidien verwendet die Mauern, die zum Teil romanisch zurückgehen, die gotisch zurückgehen. Es bezieht auch die in der Brandnacht nicht zerstörten Seitenkapellen, Tetzelkapelle, Eucharius-Kapelle, Wolfgangskapelle mit ein. Und im Inneren wird ein äußerlich nicht sichtbarer ovaler Längsraum, eine Vierungskuppel und dann der spätgotische Chor als Altarraum eingerichtet. Und Sie sehen auch der kreuzförmige Grundriss. Jenseits der Vierung wird dann mit Emporen angefüllt, wie der gesamte Raum und die Kanzel am linken Vierungspfeiler. Das nochmal der Blick auf die Fassade, also der Chor wird auch von den Außenmauern wieder verwendet. Und jetzt haben wir, nachdem die Kirche im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört wurde und nicht mehr in ihrer barocken Erscheinung aufgebaut wurde, sondern massiv purifiziert wurde, keine Emporen mehr bestehen, haben wir das Glück, dass 1935 die staatliche Bildstelle Berlin den Bau sehr detailliert aufgenommen hat. Ich habe im Stadtarchiv Nürnberg mir die entsprechenden Bilder zusammengestellt und Sie ahnen allein schon, dass die Emporenkonstruktion St. Ägidien von den Ansbacher und den Bayreuther Kirchenbauten unterscheidet. Es sind im Grunde balkonartige, nicht auf Ständer eingestellte Emporen. Da gab es auch dann massive technische Probleme schon nach wenigen Jahrzehnten. Die Kanzel am Chorbogenpfeiler, dahinter eine überkuppelte Vierung und dann erst sozusagen als perspektivischen Zielpunkt den mächtigen Hochaltar der Kirche. Ausstattung mit Deckenstuck, mit Deckenmalereien und die einzelnen patrizischen Familien hatten die entsprechenden Plätze beziehungsweise sogar die entsprechenden Stände. Ich versuche Ihnen einfach ein paar Impressionen zu vermitteln über die Erscheinung dieses barocken Baues. Sie sehen auch der Versuch, dass die Decke und die Seitenwände und die Emporen eine Einheit bilden und die Emporen weniger den Charakter von mobilen Freiemporen, von Möbeln besitzen, sondern Teil der Raumschale werden. Auch die Mächtigkeit auf der Aufnahme von 1935. Aber Nürnberg behält ganz klassisch, und es wird sich in allen Kirchenbauten wiederholen, die traditionelle Lösung des monumentalen Hochaltars mit dem Retabel und der separaten Kanzel bei. Auch hier die ganze Kirche wieder, im Grunde an die Geschichte der patrizischen Familien und ihrer Stiftungen bis hin zum Altarblatt, das auch für die Kirche von einer patrizischen Familie gezielt gestiftet wird. Ja, die zweite Nürnberger Besonderheit ist die Universitätskirche Altdorf St. Laurentius. Sie werden ja wissen, dass die Nürnberger Universität nach Altdorf ausgelagert war und in diesem Landstädtchen Altdorf bis in die bayerische Zeit, dann ist sie ja geschlossen worden, eine Volluniversität mit den entsprechenden Fakultäten bestand. Die Universität hat die Stadtpfarrkirche St. Laurentius zugleich als Universitätskirche genutzt. Wir sehen hier nochmal den Vorzustand. Also auch bereits im 17. Jahrhundert werden Veränderungen, Umbauten vorgenommen, etwa die Portalgestaltung, aber es ist im Grunde noch ein dreischiffiger Bau. Sie haben hier auf der historischen Ansicht eine akademische Prozession. Die Stadtkirche war auch zugleich Ort des akademischen Lebens, also etwa die Rektorenwahl fand in der Sakristei der Altdorfer Stadtkirche statt. Die feierlichen Promotionen begannen mit einem Gottesdienst in der Stadtkirche. Die Geistlichen wurden ordiniert. Wir haben etwa 1200 Ordinationen, die in St. Laurentius vollzogen wurden. Und auch der Kirchenraum bildet in seinem Inneren nicht nur die ständische Gliederung der städtischen Gesellschaft, sondern auch zugleich der akademischen Gesellschaft ab.
Nochmal im Vorzustand sehen Sie bereits, wie der Kirchenraum durch die Mitnutzung als Universitätskirche an die Grenzen führte. Es musste also sowohl ein entsprechender Platzbedarf eingeplant werden für die Professoren, für die Studenten, für den Rektor, der links von der Kanzel einen eigenständigen Sitz erhielt. Und Sie sehen auch unten die Gitterstühle, bestimmt für die Ehefrauen der Professoren und für die Familienangehörigen des Nürnberger patrizischen Pflegers. Hier nochmal aus einem der altdorfischen Gesangbücher der Ursprungszustand. Sie sehen hier auch nochmal mit voll besetzten Plätzen. Die gesamte akademische und städtische Gesellschaft ist zum Gottesdienst versammelt. Bis dahin, dass zum Beispiel die Universitätsinsignien bei der jeweiligen Rektoreninauguration auf den Altartisch, auf den Mittelaltar gelegt wurden und von dort dem neuen Amtsinhaber, der vorher vom Senat in der Sakristei gewählt war, übergeben wurden. Das führt dazu, dass 1753/55 ein Langhausneubau unter Beibehaltung des Chores entsteht, eine sehr dezidiert auch von den Wappen der Nürnberger Patrizier und der Freien Reichsstadt bestimmte Westfassade. Sie sehen heute noch diese Westfassade im Stadtbild und im Inneren nehme ich erstmal einen Zustand um 1960, die eingestellten Emporen, die Kanzel, dann im Chorraum der Erker oder fast Chörleinartig vorspringende Stand für den Nürnberger Pfleger. Unten links und rechts die verglasten Stände für die Ehefrauen der Professoren und für die Ehefrauen des Pflegers und dem Gefolge rechts ein Blick in den Chorraum mit dem klassischen Hauptaltar mit einem ursprünglich mächtigen Altarretabel. Um 1960 hat man einen Kruzifixus da eingesetzt. Sie sehen im mittleren Bild auch noch was von der Rektorenloge, würde man sagen, übrig geblieben ist. Unter einem Baldachin bekrönt wohnt der Rektor dem Gottesdienst bei. Die Studenten sind auf den Emporen platziert, die Professoren haben ihre eigenen Plätze, der Pfleger, und rechts sehen Sie das Ganze nochmal im gegenwärtigen, natürlich durch den modernen Altar jetzt ein Stück nicht so klar erkennbare Raumkonzeption. Altdorf brauchte auch eine Friedhofskirche für die akademische Gesellschaft vorrangig. Und das ist das einzige Beispiel, wo im Nürnberger Landgebiet überhaupt ein Kanzelaltar errichtet wird, in der Friedhofskirche 1741 und 42 ein Kanzelaltar mit integriert in die eingeschossige Emporenanlage und darüber die Orgel. Der dritte Typus, der in Nürnberg eine Rolle spielt, sind die zahlreichen Landstädte. Und auch da gibt es eine Fülle an Bauaufgaben. Ich führe Sie ganz kurz nach Hersbruck, 1737, 38. Sie sehen im Schnitt auch wieder die Chörleinartige verglaste Empore im Chor für den Nürnberger Pfleger, dann die klassische Chorbogenstellung der Kanzel, die eingestellten Emporen. Und bis in die 60er Jahre war der spätgotische Altar, der heute in der Kirche steht, nicht als Hauptaltar aufgestellt, sondern ein mächtiges, säulenbekröntes Altarretabel. Und im Blick auf die Orgel sehen Sie auch nochmal noch Reste, auch der heute nicht mehr erhaltenen Verkleidung der Emporen mit Sichtschutzgittern. Also von daher auch in Hersbruck die Abbildung der ständischen Gesellschaft einer Reichsstadt in ihrer Landstätte. Ganz klassisch sieht man das auch in Betzenstein, Sitz eines Nürnberger Pflegamtes. Dort wird 1732 bis 1748 ein kompletter Neubau eines Kirchengebäudes errichtet. Auch wieder die klassische Lösung, Chorbogenstellung der Kanzel, ein mächtiges Altarretabel im Chorbereich, im Turmchorbereich. Rechts die
Loge für den Landpfleger. Unten wahrscheinlich, es ist nicht ganz klar, ob es der Pfarrstand oder Pfarrstuhl war oder ob es wieder ein Stand für Frauen aus der gehobenen Gesellschaft war. Und Sie sehen auch hier Nürnberg typisch, die Decken sind, wenn zwar mit einfachem Stuck und Gemälden ausgestattet, aber Nürnberg verzichtet bei seinen Landkirchen auch nicht auf die entsprechende Deckengestaltung. Allerdings in Betzenstein sehr zurückhaltend, fast emblematisch, also eine Wolke als Gottespräsenz im Langhaus und im Chorraum der Kelch. Betzenstein links sehen Sie nochmal von den oberen Emporen, wie also auch der Raum sich erschließt, aber im Vergleich zu St. Ägidien natürlich wesentlich bescheidenere Ausmaße annimmt. Dann führe ich Sie noch nach Gräfenberg, weil das ein Beispiel ist für eine Kirche, die nicht neu gebaut wurde, aber die zeigt, wie kontinuierlich auch die Nürnberger Patrizier um ihre jeweiligen Kirchen bemüht waren. Und 1699 wird in Gräfenberg das Langhaus erhöht und verlängert und um 1700 dann auch die barockisierte Innenausstattung mit dem Herrschaftsstuhl für den Landpfleger, mit einer Kanzel in der klassischen Chorbogenstellung und einem Altarretabel, wobei der Kruzifixus aus dem 19. Jahrhundert stammt. Dann haben wir noch den Typus der Dorfkirchen. Auch da ein relativ schneller Durchgang. Ich fange mit Ahlfeld an. Sie sehen, auch bei einer einfachen Holztonnenkonstruktion spielt der Stuck mit den Wappen eine wichtige Rolle. Die klassische Kanzel-Chorbogenstellung, der Retabelaltar und wiederum in der Nähe des Altares der Stand für die patrizische Familie. Es waren zum Teil Sommerresidenzen der Nürnberger Patrizier und auch die eingestellten Emporen. Adelshofen, ein weiteres Beispiel. In Adelshofen sehen Sie ähnlich wie in St. Ägidien, Nürnberg und in Beringersdorf, dass mit den Emporenkonstruktionen experimentiert wurde und balkonartige Konstruktionen eingefügt werden. Aber auch ganz klar die klassische Stellung von Kanzel und Altar. Vorra, da sehen Sie, wie der Stuhl der entsprechenden patrizischen Familie ganz stark in den Kirchenraum hineinragt. Sie sehen an der Chorbogenwand noch einmal die verschiedenen Wappen, also auch eine ganz starke Repräsentation. Aber in Nürnberg sind es immer die Wappen sowohl der jeweils vor Ort verantwortlichen Patrizier wie das Nürnberger Dreifachwappen. Also es ist quasi eine Vervielfältigung der Wappen. Blick nach Offenhausen, 1724-25. In Offenhausen auch ganz klassisch ein lutherisches Altarretabel und die entsprechende Stellung der Kanzel. Oder Pommelsbrunn. Pommelsbrunn sehen Sie reichhaltigere Deckengestaltung, sehen auch, wie das Nürnberger Wappen entsprechend ausgestaltet wird, mit Stuck gefasst wird. Und da nochmal ein Detail, also das Nürnberger Dreifachwappen umgeben von den Wappen der Landpfleger und rechts nochmal der Blick in den Gesamtraum. Ein letzter Blick nach Happurg, an der späten dörflichen Kirchenbauten. Auch hier wieder das gleiche Erscheinungsbild. Etwas zurückgenommener Deckenstuck, Deckengemälde, die klassische Chorbogenstellung der Kanzel, die entsprechenden Stände und der Retabelaltar im Chorraum. Wenn ich das als Ergebnisfassung, Zusammenfassung versuche, dann kann man sagen, dass die Innovationen der architekturtheoretischen Literatur zum protestantischen Kirchenbau in Nürnberg so gut wie nicht aufgenommen werden. Wir haben konservative Raumkonzepte, wir haben den Verzicht auf die Quersaallösungen, dominant der Langhaustypus häufig mit eingezogenem Chor. Es werden in Nürnberg ganz intensiv und regelmäßig die Grundmauern der Vorgängerbauten wiederverwendet. Wir haben Beispiel von St. Ägidien, zwar einen kreuzförmigen Grundriss, aber im Inneren
wird es dann doch zum Langhaustypus trotz der Vierungskuppel. Wir haben konsequent, mit Ausnahme der Friedhofskirche in Altdorf, die traditionellen Standorte von Altar und Kanzel, Ausnahme von Altdorf, Verzicht auf den Kanzelaltar, eine bewusste Fassadengestaltung mit Betonung der Westseite. Die Nürnberger Kirchen werden vom Sandsteinmauerwerk unverputzt geprägt. In St. Egidien, Beringersdorf, gibt es keine freien Emporen auf Holzständern, sondern balkonartige Konstruktionen. Die umlaufenden Emporen tauchen erst in der Spätphase in Nürnberg im Landgebiet auf, zuvor nur Emporen im Langhaus nach Westen. Die Herrschaftsstände der Patrizier werden erkerförmig dem Raum addiert. Wappen der Nürnberger Patrizier sind dominant im Kirchenraum. Fenster noch an Renaissanceformen orientiert. Wir haben durchgängig Deckenstück- und Dockengemälde, monumentale Altaraufbauten und mit Ausnahme der Stadt Nürnberg örtliche Maurermeister und Künstler, nur die Stuckatoren müssen von auswärts geholt werden. Ich versuche drittens eine Gesamtbilanz für Ansbach und Nürnberg zu formulieren. Die Details, die muss ich mir natürlich dann für die Veröffentlichung vorbehalten, das geht in der Kürze nicht. Aber was ist die Gesamtbilanz der beiden Nachbarn Ansbach und Nürnberg? Die beobachteten Differenzen im Kirchenbau zwischen den eng benachbarten lutherischen Gebieten Ansbach, Nürnberg und Bayreuth sind territorialspezifisch. Sie hängen in Nürnberg, in Ansbach, in Bayreuth auch ganz stark von der jeweiligen Regierungsform ab. Und diese Differenzen sind Ausprägungen eines gemeinsamen lutherischen Gottesdienstes und einer gemeinsamen lutherischen Frömmigkeit. Die Gottesdienste in den drei Territorien werden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auf der Basis der gemeinsamen Brandenburg-Nürnberger Kirchenordnung von 1533 gefeiert. Da werde ich morgen für Bayreuth noch näher dazu eingehen. Und die Akzentuierungen sind meines Erachtens nicht theologisch bestimmt, sondern durch den jeweiligen politischen wie kulturellen Kontext. Durch die absolutistische Staatsform und höfische Bau- und Kunstpraxis in Ansbach und Bayreuth sowie durch die im 18. Jahrhundert eingeschränkten Rahmenbedingungen einer im Grunde immer noch spätmittelalterlich geprägten, strukturierten, freien Reichsstadt Nürnberg mit einem reichen, spätmittelalterlichen Kirchenraum und Ausstattungserbe, das sich auch auf die Landstädte hin ausstreckt. Herzlichen Dank.